Filmfans, willkommen zu einer neuen DVD-Review. Und wie ihr es im Intro gesehen habt, geht es heute um den Film Der dunkle Kristall aus dem Jahre 1982. Wurde von Jim Henson und Frank Oz in Zusammenarbeit inszeniert und ist ein Film, der mich in meiner Kindheit und auch meiner Jugend sehr stark geprägt hat und den ich mir vor kurzem mal wieder angeguckt habe, nachdem ich einfach mal so Langeweile mal im DVD-Regal gekramt habe. Und da bin ich wieder auf diesen Film gestoßen. Und war überrascht, wie gut dieser Film gealtert ist und wie sehr seine Botschaft immer noch bei mir wirkt. Und es ist eine universelle Botschaft. Und der Film hat natürlich die klassisch-konventionelle Gut-gegen-Böse-Story. Es geht hier um ein Land, was keinen Namen hat und man weiß auch nicht, zu welcher Zeit es spielt, was von den Skeksen, ja, geierartigen Wesen unterjocht wird. Und auf der anderen Seite sind die Urus ein sehr friedfertiges Volk und von beiden gibt es jeweils nur noch 10 Stück. Und diese beiden Rassen sind eigentlich aus einer Rasse entstanden, und zwar aus den Urskeksen, nachdem ein Stück aus dem reinen Kristall rausgebrochen ist und dieser zum dunklen Kristall geworden ist. Und so schickt der oberste Uro den Gelfling Yen auf die Suche nach dem fehlenden Stück des Splitters. Und dort trifft er dann unter anderem auf seine Suche nach einem weiteren Gelfling, und zwar Kira. Dabei dachte er, er wäre der einzige Überlebende seiner Rasse, nachdem die Skekse haben alle töten lassen, um an deren Lebensenergie ranzukommen. Und so versuchen beide nun, den dunklen Kristall wieder zu heilen und das Land wieder aus seiner Düsternis zu befreien. The Dark Crystal ist wirklich ein faszinierendes Stück Film. Der Film hat eine sehr gemächliche Gangart, was die Story angeht. Er nimmt sich sehr viel Zeit für seine Charaktere, gibt ihm Profil und auch Tiefe. Man kann auch wirklich mit ihnen mitfühlen. Die bringen gut Emotionen rüber, was auch wirklich an den Puppenspielern liegt. Das ist das Grandiose an diesem Film. Hier gibt es keine richtigen, echten Schauspieler, hier gibt es nur Puppen. Aber in denen steckt so viel Leben. Und in Kombination mit den wirklich tollen Kulissen und dem wirklich hervorragenden Soundtrack von Trevor Jones ergibt sich hier wirklich ein wirklich packender Fantasy-Streifen, der dafür, dass er Family Entertainment sein soll, doch sehr düster, deprimierend und depressiv rüberkommt und doch immer wieder Denkanstöße gibt und auch solche Themen wie Rassismus hier in gewisser Weise behandelt. Allerdings in einer ganz anderen Art und Weise. Allerdings ist es wirklich ein Film, der auch ein eher erwachseneres Publikum anspricht, trotz dass viele Figuren wie dieser kleine, knuffelige, flauschige Hund Fitzig oder die Pottlinge sehr knuddelig halt im typischen Jim Henson-Style ausgefallen sind. Aber ansonsten sind die anderen Figuren doch sehr, sehr behaftet mit etwas Düsterem, mit einer gewissen Tragik. Und das ist einfach nur grandios an diesem Film. Und ich muss sagen, als ich mir jetzt letztens wieder geguckt habe, habe ich bei vielen Szenen wirklich wieder eine Gänsehaut bekommen und mir stand teilweise das Wasser in den Augen. Ich war kurz davor zu heulen. Und das ist es. Dieser Film spricht sehr viele Gefühle an und ja, also eigentlich nur wirklich grandioses Kino aus den 80ern. Da gab es wirklich noch sowas wie Atmosphäre und wie eine Seele. Dieser Film besitzt sehr viel Herzblut und bekommt von mir die volle Punktzahl 10 von 10. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte es dringend nachholen, wenn er ein Faible für solch derartige Fantasy-Kost hat. Es gibt zig DVD-Auflagen, einige sind natürlich vergriffen, es gibt auch eine Anniversary-Edition und es gibt natürlich auch eine Blu-ray-Fassung. Und mehr möchte ich eigentlich nicht zu dem Film sagen, außer ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer den Film natürlich kennt, kann mir ruhig seine Meinung schreiben, wie er den fand und was ihm natürlich am besten daran gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Journey into a mystical realm of sights and sounds. Enter the world of the Dark Crystal. What's it for? Is that what you want to know?
You want to know what this is all about? Is that it, Gelsman? Now from directors Jim Henson and Frank Oz and Gary Kurtz, the producer of Star Wars, comes a new dimension of fantasy and adventure. Travel to another world, another time. In the Age of Wonder, the Dark Crystal.